So, und an der Stelle, moin Leute, was geht? Euer Julian hier und ja, meine lieben Freunde, seit langer Zeit kommt mal wieder ein Frage-Beantwortungsvideo. Ich beantworte ein paar Fragen von euch. Wir fangen an mit der ersten Frage. Kommt nochmal ein freiwilliges Fußballtrainingsvideo? Leute, ich gehe ungefähr fast immer einmal in der Woche zum freiwilligen Training. Das ist hier Mittwoch, 17 Uhr startet das Training. Da treffen sich ganz viele Männer, ganz viele Jungs, Jugendliche, dies, das, anderes, auch manchmal kleine Kinder. Und die kicken einfach ein bisschen, machen so ein 4 gegen 4, 5 gegen 5. 6 gegen 6, es kommt immer darauf an, wie viele Leute kommen, wie viele am Start sind. Und ja, ob da jetzt nochmal ein neues Video kommt, ob ich da überhaupt jetzt nochmal hingehe. In letzter Zeit bin ich nicht so oft am Start, es kommt immer darauf an, wie mein Vater auch da ist. Weil ich muss ja irgendwie gucken, dass ich wieder zurückkomme und das ist in Kostel sehr kritisch. Die Busfahrten sind dafür ein Arsch, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, nächste Frage ist, bist du verliebt? Nein, aktuell stehe ich auf kein Mädchen. Ja, keine Ahnung, ist so, aktuell bin ich nicht verliebt. Was wirst du mal später werden? Kannst du mich grüßen? Na klar, Leon, schöne Grüße gehen raus. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für deine Frage. Und ja, was wirst du mal später werden? Boah, das ist eine Frage. Ja, man weiß ja nie, was man wird. Es kann sich alles ändern, aber aktuell, Leute, möchte ich später unbedingt mal in einer Druckerei arbeiten. Ich mache jetzt halt Praktikum in einer Druckerei und das gefällt mir da. Dann versuche ich hier auf TikTok, YouTube, Twitch, Insta aktiv zu bleiben. Vielleicht wird ja da auch noch irgendwas raus. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Und ja, mal schauen. Hättest du gerne eine Freundin? Wie gesagt, ich bin aktuell nicht verliebt. Ja, eine Freundin hätte ich gerne, eine. Weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich komme jetzt zu Zeig, oder jetzt kommt der nächste Zeig, wo ich mich eher so auf Schule konzentrieren muss, auf Trainingswohnen. Also ich mache so ein Trainingswohnen. Da will man halt gucken, wie lebe ich allein. Das mache ich mit einem guten Kollegen, also mit einem guten Freund. Und dann kommt jetzt auch irgendwann länger Praktikum. Ja, ich muss mich jetzt aktuell auf Schule mehr konzentrieren. Ja. Würdest du auch schlimmer spielen, wenn Magdeburg dich anfragen würde? Also auch wenn ich vor 5 Metern den Ball absolut verfehlen würde, würde ich es gerne machen. Warum nicht? Bruder, vor 20.000 Leuten kann man sich schon einen Idioten machen. Nee, keine Ahnung. Leute, ich würde auf jede Position spielen. Bitte Magdeburg mich fragen, ey Bruder, kannst du mal auf LV gehen? Kannst du mal auf ZM gehen? Kannst du mal auf Außen spielen? LV, was weiß ich? Ich würde auf alles spielen, Bruder. Mir ist es egal. Ich würde auf alles spielen, aber das wird nicht passieren, Leute. Ja, aber wenn das passieren würde, würde ich auf alles spielen. Das wäre mir egal. Dein Tipp gegen VfL, gegen Osnabrück, Leute. Magdeburg gegen Osnabrück, das ist ja das übernächste Heimspiel. Oder nee, das nächste glaube ich dann sogar schon, ja. Ja, wir haben jetzt noch Auswärtsspiel gegen Rostock, das wird auch sehr interessant, da bin ich nicht am Start, aber wir werden drauf reagieren, ich werde ein Livestream machen. Ne, da bin ich gegen Hannover anstatt, da kommt kein Livestream so rum, sorry. Osnabrück, mein Tipp, boah, Digga, Osnabrück ist ganz schwer, weil man darf die nicht unterschätzen. Die haben es mal voll auf die Fresse bekommen, von Kiel 4-0, aber trotzdem möchte ich nicht unterschätzen. Ich sag mal jetzt ein 2-0, wie in das Hinrunde-Spiel. Also in der Hinrunde haben wir ja auch 2-0 gegen die gewonnen. Und jetzt sage ich einfach auch 2-0. So ein lockeres 2-0, 3 Punkte. Es sind eigentlich ein Muss, dass wir da gewinnen. Ja, gegen Osnabrück, wenn wir da verlieren, wäre schon schwach. Was wirst du mal zügig noch erreichen? Was wirst du mit Streaming noch erreichen? Mein Deutsch kackt schon ab. Streaming. Leute, aktuell streame ich gefühlt nur EA. Also ich versuche hier Kochstreams zu machen, ich versuche Fußballstreams zu machen, wo man auf Spiele reagieren. Ja, ich möchte einfach die Leute unterhalten, das ist mein Ziel. Na klar, ich möchte auch größer werden. Ich glaube, das möchte jeder Streamer, der anfängt. Also wenn man mit Stream anfängt, möchte man klar größer werden, man möchte mehr Zuschauer bekommen, man möchte mehr machen, keine Ahnung. Und ja, manche Leute nehmen das sehr ernst, wollen Geld damit verdienen. Ich persönlich mache es nur als Hobby, weil es mir Spaß macht. Na klar, es ist schön, wenn man ein bisschen Geld verdienen kann mit Stream. Aber bei mir ist das jetzt kein Muss, also ich weiß nicht. Ich muss jetzt nicht am Tag 1000 Euro oder so verdienen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Welcher Platz wird Magdeburg nächste Season? Oder nächste Saison? Season sag ich schon, ne? Boah. Gute Frage, Henrik. Welcher Platz? Das ist gar nicht mehr so leicht, weil man jetzt noch nicht einschätzen kann, welche Transfers Magdeburg machen wird und ob die überhaupt in der zweiten Liga bleiben oder in die dritte gehen. Ich sag, wenn die in die dritte gehen, werden die direkt wieder aufsteigen. Das ist meine Prediction. Es wird sich mal sehr viel ändern. Ich glaube auch Artig wird gehen, wenn wir absteigen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber ich glaube, wir können den direkten Wiederaufstieg schaffen. Sollten wir in der zweiten Liga bleiben, wird es vielleicht der 12. Es wird wieder extrem knapp. Das ja, kommt drauf an, oder es kommt darauf an, was wir dran, was das Thema Transfers angeht, machen. Ja. Man weiß es nie. Ehrliche Frage: Wahre Liebe finden oder Klassenerhalt von Magdeburg diese Saison? Magdeburg, oder? Scheiß auf Liebe! Magdeburg auf die 1. Wann bekommst du eine Freundin? Auf was für einen Typ stehst du? Also Bruder, ob ich jetzt eine Freundin bekomme oder so, ja, also ich bekomme die ja nicht einfach so. Ja, aber nochmal zu deiner Frage. Was für ein Typ, also auf was für Frauen stehe ich? Also erstmal Leute, ich möchte eine Frau haben oder eine Freundin haben, die auch humorvoll ist, ja. Ich möchte, dass auch mein Partner, ja, humorvoll ist, dass er lustig ist und dass er, oder Partnerin, auch hübsch ist, na klar. Also ich glaube, Leute, das ist auch so eine Sache, viele sagen immer, Charakter ist wichtiger. Leute, na klar ist Charakter wichtig und man sollte auch auf Charakter achten. Aber, und ich sagte euch das so, wie es ist, ja, man achtet auch auf Aussehen. Das ist einfach so, das gehört sich so. Jeder hat seinen Anspruch. Du kannst ja nicht mit einem Mädchen zusammen sein, was du absolut hässlich findest. Ja, das macht auch keinen Sinn. Ja, also wenn die Leute, die sagen, ich achte nur auf Charakter, ich achte gar nicht auf Aussehen, das ist absoluter Schwachsinn. Also so bin ich der Meinung. Ja. Wie gesagt, meine, also mein Partner, Partnerin müsste lustig sein, humorvoll, hübsch und ja, keine Ahnung. Aber aktuell bin ich auch nicht so auf der Suche. Keine Ahnung. Arsch oder Titten? Ach, Digga. Ist wohl so klar, dass so eine Frage kommt. Das ist gar nicht mehr so leicht. Also wenn ich jetzt mal ehrlich beantworten müsste, würde ich da wohl lieber Arsch nehmen. Aber Titten sind auch geil. Digga. Ja, keine Ahnung. Beides gut. Ja, das war auch schon die letzte Frage, meine lieben Freunde. Danke für die ganzen Fragen. Schöne Grüße an alle, die Fragen gestellt haben. Ja, es waren auch ein paar Fragen dabei, die ich jetzt hier nicht beantworten werde. Wo ich mir gedacht habe, Digi, lass uns die Fragen. Naja. Leute, haut rein. Euer Jean. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video.